Ja, viele Menschen haben heute kleine Träume erfüllt bekommen. Tja, ich auch. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die noch mehr wollen. Es gibt ja Leute, die greifen nach den Sternen. Na? Solche kenne ich nicht, aber es gibt auch Menschen, die nach großen Träumen greifen. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf zwei tolle Kollegen, Milica Jovanovic und Marc Seibert mit Träume groß. Kleine Menschen, die sich kleine Leben bauen, schlafen auch am Tag, wollen nichts Neues wagen. Sture Spießer und verschreckte Ehefrauen wollen nichts riskieren, halten Regeln und Maß. Doch alle anderen sollen auf Schikaneder schauen. Ich bin unschlagbar, wenn ich in Gefahr bin. Lass die Spießer Spießer sein, ihre Träume sind zu klein, wenn du alles willst und nicht irgendwas. Dann träum groß, dann träum kühn, und vielleicht wird wahr, was dir unmöglich schien. Denk ganz neu, denk grandios, mach dich von den Fesseln der Wirklichkeit los und träum groß. Du glaubst auch, das Schicksal liegt in unserer Hand. Das sehe ich dir an. Ja, ich glaub daran. Klar. Du fühlst so wie ich, wir zwei sind uns verwandt. Für uns beide gibt es kein Aber und Wenn. Ich geb zu, auch ich geh dort fest durch die Wand. Ist das Ziel auf fern, greif ich nach den Sternen. Beide glauben wir daran, es gibt nichts, was man nicht kann. Mir scheint, du und ich sind uns ähnlich, denn ich träum groß, ich träum groß, so wie ich. Nein, ist keine Antwort für mich. Wir sind stark, wir sind frei. Nichts und niemand hält uns zurück, denn wir zwei träumen groß. Oh ja, ich hab Visionen. Alle großen Dinge fangen damit an. Oh ja, seien ja Millionen nahe der Sonne vielleicht. Lösen Flügel sich auf, wer den Himmel erreicht, nimmt den Absturz in Kauf. Ich träum groß, ich will mehr. Was geht und was nicht, weiß man erst hinterher. Wir gehen vor, nie zurück. Haben wir mal Pech, wir glauben ans Glück. Lass sie sagen, ich wäre total rücksichtslos. Was die anderen sagen, belächeln wir bloß. Und wenn wir verlieren, verlieren wir glorios. Denn wir zwei träumen groß. Das Publikum tobt und jubelt nach jeder Vorstellung im Wiener Raimundtheater. Und das ist kein Wunder bei Milica und bei Marc. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr gerade heute zu uns gekommen seid. Servus. Danke, hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Den kenne ich ja noch, da war er ein kleiner Bub. Das stimmt, gell? Also klein warst du nie. Ja, ja, ich war aber relativ schnell groß, aber Bub ja. Milica, du bist ja in der wunderbaren Situation, du kannst ja zweimal Weihnachten feiern im Jahr, gell? Genau. Ja, meine Familie ist aus dem ehemaligen Jugoslawien und wir feiern zweimal Weihnachten, also am 24. und dann nochmal am 6.7. Genau, aus Serbien. Genau. Gibt es irgendetwas, was in Serbien gibt, um dieses Fest herum, was ganz anders ist als bei uns in Österreich? Wir haben dann statt eines Tannenbaums einen Eichenzweig bei uns. Eichenzweig, wozu? Ja, damit wird die Geburt Christi nachgestellt mit Stroh und der Eiche. Wunderschön. Ja, der Marc hat dank seines intensiven Arbeitskalenders, es gibt ja kein deutschsprachiges Musicaltheater, wo er nicht spielt. Und oft auch gleichzeitig. Das stimmt. In wie vielen Städten hast du denn schon Weihnachten feiern müssen, weil es nicht mehr nach Hause gekommen bist? Also ich habe es wirklich tatsächlich immer geschafft. Fast immer geschafft. Einmal vor 2 Jahren habe ich in Shanghai Weihnachten gefeiert.
wo es Weihnachten nicht wirklich gibt. Und da muss ich sagen, am Anfang habe ich noch gedacht, ach, Weihnachten, kein Problem, bin ich in China, kein Problem. Aber ich habe dann doch gemerkt, nein, an Weihnachten gehört man nach Hause. Ich habe zwar euch beide so wahnsinnig gelobt, aber ich kenne euch ja beide sehr gut. Der Erfolg von Schikaneder liegt natürlich nicht nur an euch beiden, sondern auch an einem großartigen Team. Recht, gell? Absolut, dem ganzen Team, dem ganzen Ensemble, alle, die für die Technik zuständig sind. Und natürlich nicht zuletzt Christian Strohbeck und Steven Swartz, die das Stück geschrieben haben, Trevor Nunn, der die Regie gemacht hat. Gut, also da sind viele dran beteiligt. Genug der Werbung. Wir kommen zu einem wichtigen Thema, nämlich Essen. Gibt es was Besonderes zu essen bei euch in Serbien an Heiligabend? Ja, meine Mutter macht die besten Bohnen der Welt. Bohnen am Heiligabend? Bohnen, ja. Ja. Das ist vegetarisch sehr lecker. Und so ganz toll gefüllte Käseteig. Also, Taschen, ja. Kennen wir alle. In Deutschland sagt man, haben wir 33% aller Deutschen, die am Heiligen Abend der Würstchen mit Kartoffelsalat essen. Bei euch? Wir gehören zu den anderen 2/3. mein ältester Bruder, der ist bei uns der Küchenchef an Weihnachten und der lässt sich immer was Neues einfallen und wir lassen uns immer schön bekochen und überraschen. Und bei euch in Norwegen, was gibt's da? Ja, viel Schweinerippe. Viel Schweinerippe. Gut, also wir sehen hier, sind wir nicht alle einer Meinung, aber wir sind alle einer Meinung mit Ihnen zu Hause sicher, dass 0800 664 2412 heute eine ganz wichtige Telefonnummer ist.